Herzlich willkommen zu unserem Experten-Talk. Heute mit Stefan Krumm aus dem SAP Customer Office, verantwortlich für Mittel- und Osteuropa. Und der Stefan hat uns heute mitgebracht, Digitalisierung, not only another project. Spannender Titel, wir freuen uns sehr. Stefan, vielleicht stellst du dich vor und erzählst mal allen Teilnehmenden, was dich, ich sag mal, auch im Bereich der Digitalisierung umtreibt. Hallo Sandra, ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin seit mittlerweile über 20 Jahren in der IT-Branche unterwegs. Und daran kann man auch erkennen, ich habe das Thema Digitalisierung quasi von Anbeginn an miterlebt. Soll heißen, von den allerersten Anfängen, wo man schon mal elektronisch Dokumente über Edifact, das wird dem einen oder anderen Technologen vielleicht noch was sagen, über Unternehmensgrenzen hinweg ausgetauscht hat, hier Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Wareneingänge etc. Dann kam ja die große Zeit der Daten. Data is the new oil, wo dann alle Daten gesammelt haben, aber erstmal nichts damit anfangen konnten. Aber die waren schon mal da und das war gut so, ich will das gar nicht schlecht reden. Bis hin dann zu dem klassischen und oder heutzutage stark gehypten Digitalisierungswahn. Der absolut Sinn macht, das sehen wir auch, wenn wir uns mal umschauen in unserem Privatleben, wenn wir uns umschauen, welche Unternehmen sind denn besonders erfolgreich, was sind denn die höchst bewerteten an den Finanzmärkten, welche Unternehmen sind das? Das sind alles digitale Unternehmen. Aber wir haben schon eine lange Reise hinter uns. In Deutschland fing das ein bisschen mit Industrie 4.0 an. Das war die erste Industrialisierungswelle. Zwischenzeitlich ist Digitalisierung in aller Munde. Jeder verspürt einen gewissen Druck zu digitalisieren. Unsere Kunden kommen zuhauf auf uns zu. Und es ist sehr spannend, das Thema mit unseren Kunden zusammen zu begleiten und zu sehen, in was für unterschiedlichen Ausprägungen Digitalisierung tatsächlich stattfindet. Jetzt hast du ja gerade schon davon gesprochen, eure Kunden zu begleiten. Vielleicht ein ganz guter Stichpunkt. Was ist denn eigentlich das SAP Customer First Office? Ja, Customer Offices gibt es schon lange. Ja, Customer Offices sind einfach die Bereiche in den Unternehmen gewesen, die ein offenes Ohr für die Themen der Kunden hatten. Meistens Probleme der Kunden, ja. Das wirst du auch kennen, du kommst auch aus dem Vertrieb. Die Kunden kommen selten und klopfen dir auf die Schulter. Die kommen meistens, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wir haben festgestellt, dass wir die Kunden aber, wenn wir sie viel proaktiver begleiten, eben nicht nur warten, bis der Kunde zu uns kommt, sondern die einzelnen Projekte, gerade jetzt im Rahmen der Digitalisierung, wenn wir über Integrationsprojekte, über integrative Projekte sprechen, und Integration ist eines der Kernthemen der Digitalisierung, dass es dann Sinn macht, dass wir nicht nur eine Sales Force haben draußen, also Leute, die Software verkaufen, sondern auch Menschen draußen haben, die Kunden von Anbeginn begleiten bei der Umsetzung ihrer Projekte und bei dem Heben der Values, die ja letztlich, weshalb man ja letztlich diese Digitalisierungsthemen überhaupt macht in Unternehmen. Das ist eine neue Rolle für uns. Es ist sehr spannend und ich habe mich vor 2 Jahren dann eben dazu entschieden, aus der klassischen Sales-Rolle hin in so eine Kundenbegleitungs- und Betreuungsrolle zu wechseln. Wenn du jetzt gerade mit dieser Perspektive vielleicht mal so auf deine top-digitalen Projekte guckst, vielleicht kannst du uns da auch einen Einblick dazu geben. Ja, das ist eine riesen Bandbreite. Ich würde das Thema gerne später auch nochmal aufgreifen. Jetzt einfach mal 2 klassische Beispiele. Mit riesen Bandbreite meine ich, ich fange mal mit einem im Handel an. Und das Projekt ist schon über 10 Jahre alt, sage ich auch ganz ehrlich dazu, wo es darum geht, einen Prozess zu digitalisieren. Und digitalisieren heißt in diesem Fall eben einfach maximal zu vereinfachen. Und zwar in einem Unternehmen, was wahnsinnig viele Mitarbeiter hat. Das ist nämlich die Handelsbranche, und zwar der filialisierte Einzelhandel. 250.000 Mitarbeiter in Deutschland, also ein großer Einzelhändler. Und der hat jetzt mal das Thema, wie kann denn der Mitarbeiter in der Filiale seinen Urlaubsantrag möglichst smart und möglichst digital einreichen? Wie können wir den Genehmigungsprozess digitalisieren?
Und wie kann er dann auch selber nicht nur eine schnellere Genehmigung haben, also diesen Nutzen genießen, sondern dann auch immer, ich sag mal, einen Online-Stand seines Urlaubskontos tatsächlich direkt sehen. Jetzt vor 10 Jahren hatte zwar jeder schon ein Smartphone, aber das Smartphone war natürlich nicht in das Firmennetzwerk eingeloggt. Also, was hat der Handel gemacht? Was hat der Handel? Kassen. Die haben Kassen. Und in diesen Kassen haben die dann, es waren smarte Kassen, quasi ein Bedienfeld entwickelt, ja, mit HTML5, das ist jetzt wieder ein bisschen technisch, aber einfach eine Benutzeroberfläche, wo jeder Filialmitarbeiter seinen Urlaub beantragen konnte. Sensationell, hat Hunderttausende von Euros jeden Monat gespart, kann man sich vorstellen, ja, dieses Papier von A nach B zu tragen, bis es dann genehmigt ist, dann sind Fehler entstanden, Urlaubstage zu viel, zu wenig abgebucht. Was du willst, ist da passiert. Diesen Prozess haben wir super gestreamlined. Ist über 10 Jahre alt, ein klassischer Digitalisierungsprozess. Ist natürlich nur ein klitzekleiner Teil. Das andere Ende von Digitalisierung, was ich erlebt habe, das ist auch super spannend, ist, wenn sich ein komplettes Geschäftsmodell eines Unternehmens ändert. Ein Beispiel dafür ist Käser. Käser macht Kompressoren. So, wie stellt man sich das vor? Klar, die bauen Kompressoren, Maschinen, und zwar so große Kompressoren. An der Autobahn hat jeder schon mal so einen Käserkompressor wahrscheinlich gesehen. Der machte dann viel Lärm. Die machen aber auch Druckluftkompressoren für die Industrie. Zum Beispiel in der Automobilbranche. Keine Montagestraße funktioniert ohne zig Kompressoren, die da laufen und die Maschinen mit Druckluft versorgen, damit die sich überhaupt anständig bewegen. Bisher haben die eben immer Maschinen gebaut. Die haben also Kompressoren gebaut, den Kompressor verkauft. Mit ein bisschen Glück haben sie den Servicevertrag dafür noch gekriegt und dadurch noch mal ein bisschen an ihrer Marge geschraubt. Ich denke, das Thema kennt ihr auch. Damit war das Geschäft gemacht. Ja? Maschine verkauft, Gewinn gemacht, Geschäft gemacht, bisschen Service vielleicht noch. Jetzt haben die ihr Geschäftsmodell geändert und haben gesagt, wie kriegen wir denn möglichst viele hier Montagestraßen bei unseren Kunden, dem Automobilhersteller, gecovert? Und wie kriegen wir denn den Service langfristig gebunden? Und da haben die gesagt, indem wir sagen, wir verkaufen keine Maschinen, sondern wir verkaufen Druckluft. Wir übernehmen Service Level und sagen, wir sind dafür verantwortlich, dass deine Straße immer Druckluft hat. Wie wir das machen, ist unsere Sache. Und haben eben jetzt keine Maschinen mehr verkauft, sondern die Druckluft. Natürlich steht da eine Maschine, die Druckluft macht. Aber jetzt hat halt Käser selbst den kompletten Service automatisch mit drin. Ja? Kann langfristig kalkulieren, hat große Margen oder größere Margen, kann Mischkalkulationen machen und kann vor allen Dingen die Technologie, diese Kompressoren möglichst kostenoptimal zu betreiben, optimal nutzen, weil sie die Daten, die die Kompressoren über Sensorik erzeugen und daraus abgeleitet dann eben, wann muss ich denn das Ding warten, wann geht es denn kaputt, wie kann ich Stillstände vermeiden, optimal steuern können. Und so haben die ihr komplettes Geschäftsmodell geändert. Natürlich bauen die immer noch Kompressoren, aber das After-Sales-Geschäft oder das Post-Sales-Geschäft ist eben viel größer geworden und viel verbindlicher auch für Käser selbst und viel kalkulierbarer. Das ist so ein bisschen die große Kunst eines Digitalisierungsprojektes und eines digitalisierten Unternehmens in meinen Augen. Also beides total coole Projekte, muss man wirklich sagen. Und ich sage mal, ein Geschäftsmodell komplett umzustellen, das ist natürlich eine Wahnsinnsherausforderung, aber auch absolut spannend. Jetzt wissen wir ja alle, es gibt ja auch so ein bisschen Stolpersteine in der Digitalisierung. Also wo Dinge nicht so gut laufen, wo vielleicht eine geplante Umsetzung gar nicht mehr erfolgt oder nur schwierig erfolgt. Vielleicht kannst du uns da auch ein paar Insights geben, damit wir da auch nochmal ein besseres Gefühl dafür bekommen. Ja, ich würde dazu sehr gerne eine Studie von McKinsey zu Rate ziehen, die das mal auch versucht haben, statistisch und in einer großen Stichprobenmenge zu erheben. Die haben 1700 C-Level, also Vorstände, CIOs etc. befragt und haben die gefragt, wie sie denn Digitalisierung einschätzen, wie hoch sie das Risiko einschätzen und was sie glauben, was wichtig ist, damit so ein Digitalisierungsprojekt, und ich sage jetzt mal in welcher Bandbreite auch immer, erfolgreich wird. Wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, dann sehen wir hier auf der Folie auf der rechten Seite Risiko und Chance, sage ich mal.
45% der Projekte liefern am Ende weniger, als man vorher geplant hat. Ja, also ist das schon gescheitert? Vielleicht nicht, aber es ist zumindest nahe dran. Und nur jedes zehnte Projekt übertrifft die Erwartungen, die man vorher in dieses Projekt gesetzt hat. Auf der anderen Seite werden 80% des digital verursachten oder angestoßenen Umsatzes von den digitalen Leadern, also von einer relativ kleinen Gesamtgrundmenge generiert. Sehen wir auch heute, ja, wenn du, na, weiß jeder, Amazon ist schon ein digitales Unternehmen und ist im Moment eben marktdominant. Ja. Andere Versender, wenn du anguckst, Otto Gourmet, ja, verkauft wahrscheinlich mehr Fleisch als Tönnies. Also es ist schon, es passieren große Dinge im Moment und das ist ja auch genau der Grund, warum der Druck entsteht für Unternehmen, oh Gott, wir müssen was Digitales machen, sonst gehen wir vielleicht unter. So, was für, wie kann man denn nun dieses Scheitern vermeiden? Und da haben die mal fünf grundsätzliche Themen identifiziert. Wenn wir ehrlich sind, treffen die nicht nur auf digitale Projekte zu, sondern die trafen schon immer auf große Projekte zu. Aber es ist gut, dass man die nochmal herausstellt und nochmal merkt, oh Mensch, da müssen wir ja drauf achten. Bis auf eins vielleicht, das ist schon ein digitalisierungsspezifisches Thema. Also, die erste Rahmenbedingung ist, überleg dir vorher, was du willst. Such dir ein Ziel, ja. Mach klar, da wollen wir hin. Klassiker bei Projekten, wir brauchen Ergebnistypen. Ohne Ergebnistyp sollten wir gar nicht starten. Da gibt es 1000 Sprichworte dazu. Ohne Ziel ist jeder Weg der falsche und so weiter. Aber das ist in Projekten ganz wichtig. Schau, wo du hin willst und bleib auf dem Weg. Zweitens, fördere deine Talente. War auch schon immer so. Natürlich müssen die Besten in wichtigen Projekten am Start sein. Die Besten gibt man aber auch ganz ungern ab für Projekte, weil die braucht man auch ganz gerne, um Geld zu verdienen. Und so ein Projekt kostet erstmal nur Geld. In der Folge soll es dann Geld bringen, aber erstmal kostet es nur Geld. Trotzdem ist es wichtig und es ist hier nochmal ganz besonders wichtig, weil wir auch Talente brauchen, die, und da muss man ehrlich sein, jünger sind und für die Technologie noch selbstverständlicher ist als für unsere Generation. Das ist in Digitalisierungsprojekten schon immer so ein entscheidender Baustein, dass man da eben auch mal jüngere und mittelalte Projektmitglieder hat. Das ist immer, ist nicht unproblematisch, weil natürlich die oftmals dann auch ein Akzeptanzthema haben, aber genau das meint dieser Punkt. Bitte förder die, stütze die, halte die und hör auch mal auf die. Commit Time and Money steht hier. Was heißt das? Das heißt, Digitalisierung kostet Geld. Bitte committe dieses Geld und committe nicht nur Geld, sondern committe auch Stärke und Führung. Also ein Digitalisierungsprojekt muss von oben kommen. Also das heißt, die Geschäftsführung, der Vorstand muss wirklich voll dahinter stehen und sagen, jetzt geh los, wir müssen es schaffen. Der vierte Punkt ist, liebe die Veränderung. Also für mich hat das immer zwei Bedeutungen. Einmal, das Digitalisierungsprojekt selbst wird Veränderungen bringen. Und die muss man auch mögen und die muss man auch wollen. Ja? Es gibt ganz viele Projekte, da ist die Organisation als Ganzes, möchte eigentlich gar nichts anders machen. Ja, Veränderung bedeutet immer Arbeit und Mehraufwand zunächst mal. Man muss was lernen, man muss sich umgewöhnen. Aber das muss klar sein, das muss die Organisation wollen. Nicht nur das Projektteam, sondern jeder, der hinterher von diesem Prozess betroffen ist, muss ermuntert werden, diesen anzunehmen und diesen auch umzusetzen. Und die zweite Bedeutung dieses Punktes, liebe die Veränderung, ist auf dem Weg im Projekt. Natürlich haben wir das Ziel definiert, aber trotzdem müssen wir uns immer wieder überlegen, sind wir auf dem richtigen Weg? Haben wir alles bedacht? Müssen wir vielleicht auch etwas verändern?
Wir leben in einer super schnelllebigen Zeit. Ich kann es selber bald nicht mehr hören, diesen Satz, aber es ist so. Die Veränderungsrate ist enorm und sie wächst exponentiell. Und auf dem Weg des Projektes können sich Dinge immer verändern über neue Erfindungen, Innovationen, Ideen, die von irgendwo herkommen. Die müssen wir in ein solches Projekt auch mit bereit sein, diese mit einzuarbeiten. Und der letzte Punkt ist, gibt dem Digitalisierungsprojekt Kraft. Was beobachten wir, wenn wir die Menschen beobachten? Viele Unternehmen haben jetzt einen sogenannten CDO, Chief Digital Officer, am Start. Das ist erstmal eine gute Sache. Ich will es nicht schlecht reden. Aber wenn wir ehrlich sind, dann gucken wir uns mal an, wo der hängt. Der hängt ganz oft tatsächlich am CEO, also direkt am Vorstand, ist aber eine Stabsstelle. Das heißt, hat null regulatorische Power, irgendwas im Unternehmen zu verändern. Das ist eigentlich nur eine Advisory-Stelle. Ja, also der berät den CEO, wie er vielleicht dann Digitalisierung machen kann. Die Power, die hat immer noch der CIO, der die Welt schützt, die er über Jahre vermutlich selbst erschaffen hat an Systemen und die er jetzt eigentlich durchbrechen muss. Das ist auch schwierig. Das würde mir wahrscheinlich auch schwer fallen. Aber dieser Punkt, Empower People, bedeutet einfach, wenn du das machen willst, Digitalisierung, dann nimm es auch ernst und dann gib auch große Schwerter in die Hand und nicht nur Stricknadeln. Gut zusammengefasst. Bei den Punkten, die du jetzt gerade auch nochmal erläutert hast, wie siehst du die Rolle von SAP gerade bei solchen Projekten in der Begleitung? Ja, also es gibt drei Punkte, die sind für mich wichtig. Das eine ist Integration. Und zwar Integration unserer eigenen Lösungen, die da gar vielfältig sind, leider immer noch. Der zweite Punkt ist Liefern von Best-Practice-Prozessen. Ich gehe gleich noch mal ein bisschen detaillierter drauf ein, die dem Kunden helfen, die Standardprozesse, die er so hat, auch wirklich mit dem Fingerschnipp einzuführen. Und der dritte Punkt ist, für die Dinge, die im Kern sein Business ausmachen, ihm zu helfen, zumindest die technologische Plattform dafür zu bieten, diese auszubilden. Ich gehe nochmal die drei Punkte durch. Integration, warum ist es wichtig? Und zwar unsere eigenen und auch andere Lösungen. Digitalisierung lebt eben auch in weiten Teilen davon, dass wir keine Medienbrüche haben. Dass wir eben nicht mehr irgendwo was ausdrucken müssen, ausfüllen, nochmal einscannen oder ein anderer den Zettel dann wieder in irgendein System eingeben muss. Das ist teuer, wissen wir heute auch, passiert ja auch immer noch. Aber es hindert vor allen Dingen die Digitalisierung. Die Digitalisierung lebt davon, dass wir wirklich von der Prozess von Ende zu Ende realisiert wird. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Kunden auch dabei unterstützen. Ja, also ihr habt beispielsweise ein anderes CRM-System im Einsatz. Macht nichts. Wichtig ist, es ist integriert in SAP. Das ist jetzt sogar mal, das haben die selber gemacht, das ist gut. Aber es ist wichtig, weil sonst funktioniert der gesamte Prozess nicht. Ja. Das zweite ist Best Practice. Warum sage ich Best Practice? Ich nehme nochmal das Beispiel, was ich vorher angesprochen habe mit dem Urlaubsantrag. Die Kunden wissen noch nicht, welche Prozesse können wir denn gut digitalisieren und wo kann uns denn einer, so wie die SAP, maximal helfen. Und wie machen wir das denn am besten? Ja? Bei Standardprozessen, wie zum Beispiel im Urlaubsantrag, würde ich mal davon ausgehen, dass wir einen ganz guten haben und den noch ausrollen können. Dann kann der Kunde sich angucken, kann immer noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen umbiegen. Aber das ist so ein Best-Practice-Prozess. Und es ist auch tatsächlich so, dass ganz die Kunden uns fragen, wie funktioniert denn das? Wie machen das denn andere? Erklärt uns das doch mal. Und das machen wir dann. Und dann sagen die, okay, so funktioniert es. So können wir nutzen. Oder an der Stelle hätten wir es aber so. Oder uns hat der Betriebsrat gesagt, dass das nicht geht. Kommt in Deutschland leider relativ häufig vor. Und dann müssen wir halt Dinge ausknipsen oder umändern. Aber diese Standardprozesse schnell up to speed zu kriegen, dafür ist eine SAP gut. Dann gibt es Kernprozesse, wie zum Beispiel, wenn ich das Käser-Beispiel nochmal zu Rate ziehen darf. Käser hat ja so eine, ich sag mal, so eine Predictive Maintenance. Also die wollen eben
wissen, dass ein Teil kaputt geht, bevor es kaputt geht, in diesem Kompressor, damit der eben nicht stehen bleibt. Weil wenn der stehen bleibt, kriegen sie richtig Ärger mit VW. Und diese Algorithmen für ihre speziellen Maschinen, die können wir natürlich nicht entwickeln. Wir können Sensorikdaten abgreifen und die in irgendeine Datenbank schreiben und dann ist Käser dran. Aber das Ganze muss natürlich integriert stattfinden. Und dazu brauchen wir eben eine ganz mächtige Technologieplattform, die auch Dinge enthält, wie Artificial Intelligence, wie Machine Learning, die automatisiert Dinge optimieren kann. Und das müssen wir unserem Kunden auch zur Verfügung stellen. Auch das tun wir. Wenn man sich so ein Digitalisierungsprojekt anschaut, dann ist es ja von der Wahrnehmung ganz oft, und da gehen wir mal auf die nächste Folie. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ja. Dann ist es ganz oft, wird es wahrgenommen nur auf dieser Applikationsebene, die wir da in der Mitte haben, die ich so ein bisschen eingekreist habe. Die Wahrheit ist aber, dass Digitalisierung auf vielen, vielen Ebenen stattfindet. Und wenn wir uns jetzt, das ist ein bisschen schematisiert hier, gebe ich zu, aber es gibt zumindest mal einen Eindruck, dann haben wir unten drunter diese Technologieebene, die genau darstellt, das, was ich eben beschrieben habe, da, wo der Kunde selbst seinen richtigen Business-Mehrwert abbilden kann, das, was ihn selbst auch ausmacht, was ihn dann auch erfolgreich macht oder gemacht hat und hoffentlich noch erfolgreicher machen wird. Und das ist ganz wichtig, dass er da die Chance hat, von diesen Standardprozessen, das ist das, was wir liefern können, auch digitalisiert, aber darüber hinaus eben seinen Business-Mehrwert in der Digitalisierung abzubilden. Das ist mal das eine. Was auch ganz wichtig ist, ist, wenn wir uns das darüber anschauen, Business Process. Es ist ganz wichtig, in Prozessen zu denken. Wir haben nicht ein Technologieprojekt. Wir sind noch lange nicht digitalisiert, nur weil wir irgendwo ein paar Sensorikdaten auslesen können. Ja? Und damit vielleicht was Schlaues dann darstellen können und eine tolle Grafik machen. Das ist noch nicht digitalisiert. Die Frage ist, was machen wir denn damit? Da kommen nämlich so Themen wie Predictive Maintenance ins Spiel. Damit kommen auch Daten, für euch vielleicht auch mal interessant. Wann ist denn eine Maschine end of life? Das ist ja auch individuell. Das kannst du ja, ich sag mal, das kann man ja nicht alle 5 Jahre, alle 2 Jahre, ich habe keine Ahnung, aber das hängt ja auch damit zusammen, wie oft ist sie denn im Einsatz, wie oft druckt sie, unter was für Temperaturbedingungen druckt sie, was für eine Tinte verarbeitet sie, keine Ahnung. Das sind ja vielleicht alles noch relevante Faktoren. Und dann zu wissen, in 3 Monaten ist das Ding wahrscheinlich am Ende und dann fahre ich doch schon mal 3 Monate, bevor es am Ende hin und mache schon mal meine ersten Kontakte wieder. Und bis dahin brauche ich aber als Vertriebler beispielsweise nur eine Standardbetreuung zu machen. Lauter solche Dinge, genau dieses spezifische Wissen, das abzubilden, das steckt in dem Prozess, das braucht eine Applikation und es braucht eine Technologieplattform, um dann den Nutzen daraus wirklich optimal zu ziehen. Und dann haben wir noch das Business Network, das ist jetzt nochmal eins drüber, was dann auch Verbindungen über die eigenen Unternehmensgrenzen hinweg in der Digitalisierung darstellt. Das ist einmal die Beschaffungsseite, ja, also da ist viel Potenzial, Ausschreibungen elektronisch zu veröffentlichen, Kontrakte digital zu schließen mit Lieferanten und Bestellungen auf einer wirklich granularen Ebene, also so, dass jeder Mitarbeiter quasi direkt beim Lieferanten seine Bleistifte, sein Druckerpapier, Druckerpatronen, keine Ahnung, was er braucht, direkt auf seine Kostenstelle in sein gerade aktuell Homeoffice liefern zu lassen, ohne dass unternehmensintern nochmal große Aufwände entstehen, weil irgendwelche Belege, Genehmigungen oder sonst was gebucht werden müssen. Und natürlich noch viel wichtiger, weil davon lebt ihr, zur Kundenseite hin, ja, eben zu automatisieren, dass Tinte bestellt werden kann, dass Service bestellt werden kann, ohne dass einer zum Hörer greifen muss und wieder einer in die Tasten hauen muss. Da muss jetzt ein Service-Mitarbeiter kommen. Sondern dass sie vielleicht dann mal ein Kundenportal hat, ein zentrales, wo jeder Kunde seine Maschinen sieht, wo die stehen, was die für einen Status haben, wann der nächste Service ist, was er tun muss. Vielleicht sogar dann schon mit Predictive Maintenance-Algorithmen, dass der genau sieht, das eine Lager wackelt, ja, da ist Vibration am Start, da muss ich mal einen holen, bevor das Ding stehen bleibt. Weil wenn das Ding stehen bleibt, steht ja erstmal wahrscheinlich auch beim Drucker, Danone oder sonst was, die ganze Apfellinie oder sonst was, was dem Kunden selbst auch richtig ärgert. Und da könnt ihr dem Kunden schon mal, euren Kunden, auch einen Mehrwert liefern.
Und all diese Dinge, auch über Unternehmensgrenzen hinweg, das ist das, was die Digitalisierung aus meiner Sicht am Ende ausmacht. Jetzt bin ich ein bisschen erleichtert, weil das genau die Themen sind, die wir anpacken und die wir gerade machen. Und du hast es ja auch in einer Wahnsinnsbandbreite auch gerade erklärt, auch was andere Kunden machen, mit was andere Unternehmen sich beschäftigen und was für ein Blumenstrauß das am Ende ist. Jetzt reden ja alle von, das hatten wir ja am Anfang auch schon, ja, wir müssen digitalisieren. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was da vielleicht noch am Anfang steht, hast du da Tipps, wo du sagst, wie kann man Dinge auch priorisieren? Auf was sollte man sich am Anfang vor allen Dingen konzentrieren? Ja, also Tipps habe ich nicht tatsächlich. Also was klar ist, bestehende Unternehmen haben es schwieriger zu digitalisieren als Startups. Das ist jetzt auch nichts Neues, hat auch jeder schon mal wahrscheinlich erfahren. Woran liegt es? Das liegt daran, dass wir bei Startups gleich digitale Prozesse denken können. Ja, also da gibt es nichts, was wir ändern müssen. Deswegen haben Startups so viel leichter, digital zu sein. Bei tradierten Unternehmen ist es schwieriger. Ja, also ihr habt schon erstens mal eine ganze Menge an Maschinen draußen, die eben vielleicht auch noch nicht alle genau das zur Verfügung stellen, was ihr bräuchtet, um das, was ich vorher gerade beschrieben habe, tatsächlich umzusetzen. Ihr habt intern Prozesse, bestehende Prozesse, die das Unternehmen ja auch groß gemacht haben, die ja auch erfolgreich waren in den letzten Jahren, die ihr jetzt ändern wollt, aber zum Teil eben radikal ändern wollt. Und das ist ja wie so eine Operation am offenen Herzen, und an der Leber gleichzeitig, ja, und noch eine Nierentransplantation am Rücken. Das ist schon echt schwierig, muss man sagen, und ist eine wirklich große Aufgabe. Ein Tipp kann sein, slice the elephant, ja, also erstmal isst den Elefant halt in Scheiben, wenn du ihn als Ganzes nicht runterkriegst. Eben mal mit so Standardprozessen zu beginnen und eben im Personalumfeld oder im Salesumfeld seid ihr ja auch schon relativ weit, da mal mit Digitalisierung, an Digitalisierung zu schnuppern, bevor man gleich das ganze Geschäftsmodell ändert. Und ich würde dazu gerne auch die nächste Folie jetzt mal nutzen. Man kann das ein bisschen kategorisieren. Wenn wir uns diese Pyramide anschauen, dann soll die Folgendes darstellen. Digitalisierung kann auch erstmal sein, und das ist der dunkelblaue große Teil unten, zu sagen, wir ergänzen unsere Systeme und Situationen mal so, dass wir jederzeit in der Lage wären, digital zu werden. Das soll heißen, in eurem Beispiel, wir sammeln schon mal Daten von den Druckern, die wir draußen haben und da, wo es die Kunden zulassen, und schmeißen die in so einen großen Data Lake. Irgendwann können wir bestimmt mal was damit machen. Und irgendwann könnt ihr auch mal was damit machen. Aber noch lassen wir das ruhen, weil wir machen noch keine Predictive Maintenance. Weil wir haben noch gar kein Serviceangebot, das dem gerecht wird. Das müssen wir erstmal erarbeiten. Ist ja auch oft so ein Henne-Ei-Prinzip, ja? Ihr könnt nicht so ein Serviceangebot schon mal offerieren, ohne die Daten zu haben. Aber das muss im Prinzip letzten Endes das Ziel sein. So, das ist mal so das Erste. Auch die Systemlandschaften, in unserem Fall jetzt das ERP, auf das neueste Release zu bringen, was dann noch mal Realtime die Dinge ermöglicht und darstellt, aber ohne jetzt schon wirklich ganz groß die Prozesse zu ändern. Das ist die Mehrzahl der Unternehmen heute. Die denken so und sagen, wir gucken erstmal, was passiert. Dann gibt es, das ist der mittelblaue Teil, Unternehmen, die sagen, wir machen das auch, wir sammeln Daten und wir ändern unsere Systeme und wir nehmen schon mal ein paar ausgesuchte Prozesse, die jetzt nicht super kompliziert sind und sammeln schon mal die ersten Erfahrungen. Das ist aus meiner Sicht immer ein guter Ansatz. Und da seid ihr ja im Prinzip auch schon dabei, wobei ich habe das Gefühl, ihr seid sogar schon einen kleinen Schritt weiter. Und es gibt die Unternehmen, die sagen, wir machen jetzt mal komplett alles digital. Wir tun mal so, als gäbe es uns gar nicht und wir fangen mal damit an, dass wir unseren Geschäftszweck neu überdenken. Sind wir denn überhaupt noch die Company, die Drucker verkaufen will? Oder was wollen wir denn auch? Wollen wir vielleicht doch selber Joghurts produzieren? Jetzt mal ganz abgespaced, wirklich mal ganz losgelöst anfangen zu definieren.
Natürlich kommt man dann dazu, naja, wir haben jetzt auch die Hallen und die Maschinen und so. Ist schon gut, wenn wir weiter Drucker bauen, weil das können wir auch ganz gut. Oder Kennzeichnungssysteme, weil das können wir auch ganz gut. Aber dann eben in der Granularität darauf, vielleicht darauf kommen zu sagen, ja, wir brauchen neue Servicekonzepte. Du hast es gerade angesprochen, Sandra. Wie können wir die denn digital umsetzen und das dann so runterbrechen? Die in der Spitze liegen, das sind schon Mörderprojekte mit einem sehr hohen Risiko des Scheiterns und mit einem sehr hohen Anspruch vor allen Dingen an das Management zu sagen, ja, wir wollen das und auch wenn der Wind mal ein bisschen ins Gesicht bläst, zu sagen, nee, wir segeln jetzt mal weiter, weil wir wollen einen neuen Kontinent entdecken. Aber schwierig. Ja, ich glaube, das sind wir. Wir sind die, die einen neuen Kontinent entdecken wollen. Ja, und es ist tatsächlich so, wie du beschrieben hast, auch was diese Pyramide betrifft. Wir haben genau wie alle anderen auch von unten mal angefangen, haben gesagt, was kann man machen und haben uns dann weiter vorgearbeitet und sind sicherlich jetzt auch schon ein Stückchen weiter, beschäftigen uns auch seit ein paar Jahren damit. Und wenn ich jetzt zurückgucke und dich auch frage, vielleicht, was wären auch möglicherweise so Quick-Wins, die man, also auch Kunden von uns oder Kunden von euch, die man neben, ich sag mal, standardisierten Prozessen, die man einfach auch schnell realisieren kann. Weil das lebt ja auch ein bisschen davon, auch intern zu vermitteln, guck mal, wir haben das gemacht und das ist jetzt wirklich, das hilft dir einfach in deinem täglichen Arbeiten. Ja, also Quick Wins sind natürlich mal das zu machen, was andere schon erfolgreich ausprobiert haben. Also sprich Standardprozesse. Und Standardprozesse finden eben vor allen Dingen im Personalumfeld und im Accounting statt. Ich mache mal noch ein kleines Beispiel, was wir selbst tatsächlich gemacht haben. Wir haben den Vertrieb jetzt so gepolt, dass er tatsächlich dann bezahlt wird, wenn das Geld auf unserem Konto ist. Das hat so ein bisschen, also es gibt natürlich da Ausnahmen, jetzt ohne ins Detail zu gehen, ja, wenn das Unternehmen Insolvenz anmeldet, dann ist es sicherlich ein Härtefall. Aber es geht eben darum, dass der Außendienstmitarbeiter immer noch in der Verpflichtung bleibt und nicht nur einen Vertrag unterschreiben lässt und dann die Arme hochreißt, sondern dass er wirklich bis zum Ende, und im Prinzip müsste man sogar noch weiter denken, aber bis zum Ende, im Moment sind wir bei dem Teil, der da heißt, dass die Rechnung ist bezahlt, verantwortlich bleibt. Dafür braucht er aber, und das ist jetzt der Digitalisierungsteil, dafür braucht er auch eine offene Postenliste seiner Kunden. Und die hatte er früher nicht, weil früher gab es eben ein Buchhaltungssystem und ein CRM-System und die haben eigentlich nicht miteinander gesprochen. Jetzt tauschen die diese Informationen aus und er kann so weit gehen, dass er sich sogar die Rechnung im Original anzeigen lässt und die dem Kunden auch nochmal zumailen kann, wenn er sagt, wie, ich habe keine gekriegt, ich weiß nicht, wo die steckt oder sonst irgendwas. Das ist so eine Kleinigkeit, die aber schon nochmal auch schon eine Mindset-Änderung nach sich zieht. Und wir wollen den nächsten Schritt gehen, indem wir sagen, gerade bei so Cloud-Lösungen oder Software-as-a-Service-Lösungen ist es ja so, dass die Kunden nicht was kaufen und dann Wartung bezahlen, bis sie die Lösung nicht mehr einsetzen, sondern dass sie eigentlich jederzeit sagen können, nee, wir wollen diese Lösung nicht mehr, wir mieten jetzt oder subskribieren jetzt eine andere. Deswegen ist es für uns wichtig, dass die Kunden die Lösung, die sie gekauft haben, auch wirklich einsetzen, um das Renewal, also die Verlängerung dieses Subskriptionsvertrags, auch abzusichern. Und das ist im Moment so der nächste Schritt, dass der Vertrieb nicht nur verkauft, sondern dass er auch dafür verantwortlich ist, dass die Lösung adaptiert wird beim Kunden und ausgerollt wird. Und das sind so komplette Rollenveränderungen, die eben auch solche Digitalisierungsthemen nach sich ziehen können. Starten tut man und kann man eben sehr gut, und das war ja der Ursprung deiner Frage, so Quick Wins, indem man Standardprozesse nutzt. Im Accounting sind die sehr standardisiert und im HR sind die standardisiert. Die kann man in Anführungszeichen aufspielen und nutzen. In der Adaption bei euren Mitarbeitern muss man natürlich schon noch darauf achten. Ja, wenn einer seinen Urlaubsantrag halt immer per Papier gemacht hat und es auch ganz gut findet, weil er sich zu Hause eine Kopie von dem Ding in Ordner geheftet hat, dann findet er das vielleicht doof. Dann muss man ihn eben überzeugen, dass er daraus auch einen Nutzen zieht.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich auch nochmal zu sprechen kommen wollte, gerade so das Thema Organisation, Teams, Wandel auch durch Führung. Was sind da deine Erfahrungen diesbezüglich? Ja, das war schon mal kurz angerissen. Also es muss aus meiner Sicht, und da habe ich jetzt keine Studie und nichts, aber aus meiner Sicht muss es ein gut gemischtes Team sein. Es müssen sehr gute Prozesskenner drin sein, die wissen, wie der Laden läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es müssen eben auch Leute drin sein, die Nullen und Einsen im Blut haben, die eben sehr, sehr Digital Natives, die da wirklich mit aufgewachsen sind, die auch nochmal einen ganz anderen Umgang mit solchen Technologien haben. Und die beiden, die müssen dann, also diese beiden Pole, die müssen auch wirklich dann in der Lage sein, einen neuen Prozess, einen neuen digitalen Prozess mit maximalem Outcome zu generieren. Das ist für mich eine wichtige Voraussetzung. Die zweite wichtige Voraussetzung ist, dass dieses Digitalisierungsteam auch empowered ist, dass die notwendigen Waffen in der Hand haben, um ihre Dinge auch durchzusetzen. Am besten natürlich durch Überzeugung, aber hin und wieder müssen auch Widerstände gebrochen werden und dass sie von oben geschützt sind und dass das, was dieses Team erarbeitet, tatsächlich auch zur Umsetzung kommt und im Notfall auch von oben protegiert. Das sind so, glaube ich, die Kernthemen in so einem Team. Vom Grundsatz her vielleicht noch dazu, das ist dann auch meine letzte Folie, ist es insgesamt wichtig, auch bei Digitalisierung darauf zu achten, dass irgendwie ein werthaltiger Outcome generiert wird. Also Digitalisierung hat eben auch oft den Nimbus, dass es Spielerei ist. Und manchmal ist es das bestimmt auch und dann ist es auch falsch, die Dinge so umzusetzen. Ja? Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum oftmals Digitalisierung nicht wirklich Budget bekommt, weil man sagt, der Laden funktioniert auch heute und ist da sowieso nur Spielerei. Und für Spielerei geben wir kein Geld aus. Dem ist nicht so. Es ist wichtig, ein Business Case zu machen. Und wir haben hier, das ist mehr so ein Standardstufenplan, ne? Den muss man dann auch für sich anpassen. Aber erstmal ist ja die erste Stufe, dass man sagt, wir bräuchten mal was Digitalisiertes. Ja? Und an der Stelle wird sich's anbieten. Wir definieren das mal. Wir definieren mal, was wollen wir denn genau machen? Und dann aber auch schon guckt, wenn wir das machen würden, was wird es denn bringen? Und zwar am besten auch in Geld, das ist dann die nächste Stufe, Create Business Case hier auf dieser Folie, dass man wirklich mal sagt, das kostet's, das bringt's. Betrachtungszeitraum, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, 5 Jahre, 3 Jahre, 7 Jahre, das sind die Regeln ganz unterschiedlich. Dann wirklich mal guckt, wann ist denn der ROI, wann findet der denn wirklich statt? Und dass man dann auch im Nachhinein schaut, nach den 3, 5 oder 7 Jahren, hat es denn funktioniert? Ist das Geld wirklich eingespart worden, zurückgeflossen, mehr verdient, wo auch immer der Value liegt? Und dann sagt, okay, das hat funktioniert und jetzt machen wir weiter. Entweder am selben Prozess oder jetzt nehmen wir uns den nächsten Prozess vor und arbeiten mit den Erfahrungen aus diesem ersten Prozess weiter. So kann man sich zumindest mal an die Digitalisierung heranarbeiten. So wie ich das verstanden habe, Sandra, habt ihr das ja auch in Teilen so gemacht. War Voraussetzung bei uns. Und das kann ich auch nur, ich sag mal, unterstützen und auch jedem, der sich damit beschäftigt, nachdrücklich ans Herz legen, wirklich gute Business Cases ausarbeiten, wirklich schauen, was ist an Invest notwendig, was ist ein potenzieller Outcome, sehr, sehr stringent auch mit KPIs zu arbeiten und eben keine, ich sag mal, Shishi-Veranstaltung zu machen, damit man dann ein schönes Digitalisierungsprojekt hat, was aber leider am Ende nichts bringt, auch dem Kunden nichts bringt und kein Value dahinter ist, weil dann wird es auch leider nicht funktionieren. Also das wäre auch so mein Fazit. Ja, Jetzt, absolut. ja, jetzt sind wir schon so ein bisschen beim Fazit, weil sich unser Gespräch leider dem Ende zuneigt. Was sind so deine Top 3 Tipps, vielleicht auch nochmal zusammengefasst aus deinen Ausführungen, die du unseren Zuschauern sozusagen, unseren Teilnehmern mit an die Hand geben kannst und sagst, ja, also die 3 Dinge, wenn ihr die so ein bisschen im Auge habt, dann seid ihr schon mal gut aufgestellt. Um erfolgreich ein erfolgreiches Digitalisierungsprojekt zu machen, braucht ihr erstens ein empowertes Team.
Also das Thema muss ernst genommen sein, von oben geschützt werden und dauerhaft verfolgt werden. Value ist wichtig. Bitte von Anfang an überlegen, was bringt uns das? Und zwar in Heller und Pfennig. Tatsächlich und ein Business Case daraus zu machen und beißt nicht mehr ab, als ihr kauen könnt. Perfekt. Meine letzte Frage, was war so dein schönstes Feedback, was du vom Kunden bekommen hast im Bereich eines Digitalisierungsprojekts? Ja, also es sind ganz viele tolle Momente. Generell ist es so, ich habe ja eine lange Vertriebskarriere hinter mir. Und diese neue Rolle, nämlich dem Kunden zu helfen, diese neue Post-Sales-Rolle, die ich habe, dem Kunden zu helfen, das, was er gekauft hat, optimal zu nutzen, bringt mich in eine ganz andere Beziehung zum Kunden. Ja? Also das, wo wir im Sales schon 20 Jahre drüber sprechen, Trusted Advisor, das funktioniert jetzt, ja. Also zu mir hat auch ein Kunde gesagt, Mensch, da war ich mit dem Vertriebsleiter beim Kunden und dann hat er zu dem gesagt, seien Sie mir nicht böse, aber ich will es lieber mit dem Herrn Krumm besprechen, da muss ich nämlich nicht Angst haben, dass er mir was verkauft. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Ich verkaufe ihm natürlich das Renewal, ne? Also diese Verlängerung in dem Moment schon, wo er implementiert, aber ist ein anderes Thema. Also das ist erstmal vom Grundsatz her ein ganz anderes Mindset, was ich gegenüber dem Kunden habe. Und das ist erstmal eine schöne Erfahrung. Jetzt habe ich neulich, einfach, das war jetzt die letzte schöne Erfahrung, schöner Moment, hat mich der CIO von Agrana, das ist ein österreichischer Zuckerhersteller, angerufen, weil er sich frühzeitig in den Ruhestand verabschiedet. Die haben ein neues Programm da aufgelegt, so ein Vorruhestandsprogramm. Und hat mich dann angerufen und hat sich persönlich bei mir bedankt, lädt mich nochmal nach Wien ein zum Essen. Und hat gesagt, gut, dass Sie da waren und seit Customer First ist die Beziehung zu SAP maximal besser geworden. Das sind schon so Momente, ja, da fühlt man sich ein bisschen geadelt. Schön. Die Momente sind die, die uns meistens am allermeisten in Erinnerung bleiben. Die anderen werden verdrängt, genau. Wir haben dieses Interview Covid-bedingt aufgezeichnet, aber du bist jetzt live dabei. Das bedeutet, unsere Teilnehmer können sehr gerne auch Fragen an dich stellen. Und an dieser Stelle auf jeden Fall vielen Dank für die tollen Insights, für die spannenden Informationen. Und bin sehr gespannt, was jetzt an Fragen kommt. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Sandra. Hat mir Freude gemacht. Ja, auch.